Hallo und herzlich willkommen zurück zum Penumbra Overture. Wir haben hier aufgehört. Ich habe hier aus Versehen einen Glascontainer aufgesammelt. Glasbeakers. So. Reagenzgläser. So. Und hier haben wir auch noch was. Nehmen wir auch gleich noch mit. Zwei Painkillers. Haben wir hier noch was? Hier ist noch Wasser. Fuse. So, den müssen wir hier draufstellen. Wir müssen uns eigentlich jetzt ein explosives Gemisch zusammenbrauen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zusammensetzung. Chemist's Note. Magnesium, Calcium. Falsch. Falsch. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt einfach mal wildes Probieren. Mischen geht mir auf den Nerv, weil ich nicht weiß, ich brauche einen Anfang. So, ich denke, jetzt ist That's it. So long as I'm careful. When I move it, I should stay stable. Ja, jetzt speichern wir. Das ist nämlich jetzt Nitroglycerin, was wir da gemischt haben. So. Und ich zeige es euch. Ich wollte es einfach nur vorführen. Das passiert dann. So. Weil ich habe die Tür. Ich Trottel habe die Tür nicht aufgemacht. Haben wir gleich ein Problem. So. Mit dem Teil dürfen wir nicht rennen. Oder das Schütteln oder dergleichen. So. Vorsichtig. Nicht rennen. Ein kleiner Fehler und es macht Bumm. So, hier fallen lassen. Das wäre sonst zu tief. So, ich glaube, wir haben es soweit geschafft. Jawohl. So, wir haben hier jetzt noch die Zündschnur. Need to start thinking straight. Habe ich doch da drauf. Jetzt geht es auf einmal. Jetzt müssen wir es anzünden. Und weg hier. Ja, nicht in dem Gang stehen bleiben. Suspicion has long since fallen away, but Red or someone has bridged the gaps with wooden planks. Ja, wenn wir nicht hier noch am Stehen gewesen, dann hätte uns das Ding mal so geschmeidig zertrümmert. Und wir gehen jetzt tiefer nach unten. Ziemlich düster hier. Locked. Da können wir nicht durch. Unheimliche Atmosphäre. Good evening. You actually came. There is much that should leave my throat box now, but words elude me. You came, you are so pretty, but I have been bad. The underworld already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change little. It is false pretension and not guiding light with which I have led you here.
I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world. No, the key stays with me, in here, so the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you. Hungry behind those doors, as replacements go, you shall be admirably abnormal. But you must wonder why this metal-burning chamber is talking to you in a voice you knew only as red. For it is I, your companion, residing within. You see, I have waited for this day so many years. They won't let me die. They have parts of my head are not my own. And I cannot take my life. It is against the rules. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chats and marshmallows by the fire has ended, and I hope that soon so shall my life. I have knocked on the death's door for so long. Please, let him invite me in for tea. So, es ist jetzt ganz einfach, was wir hier machen müssen. Hier ist der Ignition Key, also der Zünder für den Hochofen. Why would Red want me to kill him? Why like this? What can I do? Wir können auch alles versuchen. Aber wir kriegen ihn da auch nicht raus. Oder dergleichen. Combustion meters, measuring temperature, humidity and gas flow among others. Tja. Vicious looking things, almost like meat hooks. So, und wir können nichts anderes machen, außer ihm seinen Wunsch zu erfüllen, Supply Pipes, und auf den Knopf zu drücken. I, Red, I'm so sorry. Whatever happened to you down here, it's over now. Und da ist Ashes, all that remains of my own friend, down here. Das war Red. Wir haben unseren einzigen Vertrauten hier getötet. So. Na, es ist ja noch nicht zu Ende. Wir können jetzt hier noch rein. In sein Zimmer. I can see Red now sitting here guiding me. I probably wouldn't be standing here now if it wasn't for me him. Why did he have to leave me down here alone? Und überall wieder diese grausigen Stimmen. Hier, könnt ihr euch wieder durchlesen? Ja, er hat sich hier eingesperrt. Poor Red, I'm so sorry, you are at peace now. Er will unbedingt sterben, aber irgendwas will ihn nicht sterben lassen. So. Schon hart. Und jetzt, it smells like a sewer. How did Red sleep on this? Maybe he just didn't sleep. Einmal speichern wir noch. The chains on his arms are visible now. Not the other choice. Einfach. So. Jetzt öffnen wir mal hier. Leaving out how Red managed to catch and kill this thing. It's quite clearly inedible. Poor guy must have been close to starving to death. Ja, er hat die Hunde genommen und sie zum Essen. So. Ja, er hat sich hier eingesperrt und dann hat er einen Brief für uns verfasst, was hier vor sich ging. So. Jesus, from the stench, I think that this may have been his toilet. Ugh. So,
Einen Mund hat er da drauf, ein Auge drauf geklebt. Ja, das ist natürlich richtig. No wonder he was getting hungry. What a fine meal. Rationed slugs, still knowing red. Perhaps he enjoyed them. Und hier? How many hours did he spend with his neck in this noose, just trying to end it all? Ja, er wollte sich umbringen. Aber hier hören wir was. Der wollte nicht umkippen. It's an electric panel. Funny place to have one. So, dann haben wir noch den Screwdriver. Alles aufschrauben. Electrics may be running out to the door. Draußen ist nämlich eine Tür. Und die können wir nur öffnen, wenn wir den Strom unterbrechen. Dann können wir sie nämlich aufhieven. Dann würde ich sagen, this door, it's different, newer than all the others. This must be where Red's been leading me all this time. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt doch durch. I can't get a hold. I find nothing to lever it open. Ja, wir brauchen das hier, damit das hier schieben kann. Click to continue. So, wir sind jetzt hier. Eine Note. Welcome to the shelter. Könnt ihr euch durchlesen? Hier sind Leute verschachert worden, anscheinend für irgendwas zum Schutz. Und wir hören die Stimme überall. Lauter als sonst. So. Da ist jemand. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Meine Lampe. Wo ist er? Meine Lampe geht nicht. It's locked. Ah! Push that. So, mit haben wir die erste Episode von Penumbra durchgespielt. Es folgt auf jeden Fall noch Episode 2. Die dritte Episode werde ich nicht spielen, weil sie mir nicht gefällt. Ganz einfach. Weil die ist einfach nur lieblos hingeklatscht, die Story ist mies und... Naja, es ist es nicht wert, sich die Episode zu holen. Wobei das Spiel echt ein geiles Game ist. Man dazu sagen. Aber leider haben sie die Penumbra-Reihe, hätten sie ab dem zweiten aufhören sollen. Und der dritte war einfach nur Versuch nochmal Geld zu machen. Ja. Ich sag mal, das Let's Play ist ja eigentlich noch nicht vorbei, weil wir haben ja noch Episode 2. Deswegen werden wir hier jetzt auch nicht wirklich ein Fazit geben. Sondern mehr einfach nur einen kleinen Übergang zum nächsten Teil. Ich hoffe, er wird euch aufgefallen, wie der hier. Hier, da seht ihr schon overture.com, da hätte man nachgucken können, wann die nächste Episode kommt, aber... Naja, da habe ich das nämlich auch gemacht, wo es rauskam und hab wirklich gewartet, bis die nächste Episode kommt. Und es hat sich gelohnt. Bloß Episode 3 ist nicht toll. Wenn man es überhaupt Episode 3 nennen darf. So, dann verabschiede ich mich erstmal mit Penumbra Overture. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in Episode 2. Bis dahin, bis bald und haut rein. Euer Morgion. Tschüss.